Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Tränenfieber hier bei Heisenberg zockt. Wir sind hier in Stettlingen, hier wo der schöne Liesch-Bahnhof steht und wo die Trams fahren. Und die Trolleybusse nicht zu vergessen, hier hinten. Zum Beispiel, oh, der dreht gerade. Oh, da kann man reingucken. Ja, der muss hier drehen. Warum muss der hier drehen? Haben wir hier ein Gleis vergessen? Wir nehmen mal die Linie, das wollen wir doch genau sehen. Das wäre hier nur sichtbar. Ne, die drehen hier tatsächlich. Was haben wir denn hier für einen Rundkurs gemacht, der hier irgendwie dann nach da geht? Und ich glaube, die Linie ist falsch. Lass mich das mal nochmal genauer angucken. Müssten wir nicht hier irgendwie so runter? Das wäre wahrscheinlich irgendwie die Idee. Können sie aber nicht, weil sie kein, kein Gleis haben hier. Okay, wir machen hier mal noch eins hin. Wenn wir doch gerade da sind, dann geht das auch relativ leicht von der Hand. Aha, ja. Und schon sieht das doch ganz anders aus, würde ich mal sagen. Zum Glück habe ich jetzt gerade diesen Trolleybus hier verfolgt. Was machen die hier? Die drehen auch. Okay, die haben jetzt einen Wirrwarr, weil die Linie sich geändert hat. Ja, okay, aber jetzt passt sie. Jetzt geht sie außen rum, würde ich sagen, so wie sich das gehört. Gut. Wir bleiben aber gleich mal in diesem Städtchen, denn ich habe gesagt, wir... Oh, der Railchat. Ich habe gesagt, wir werden uns in dieser Folge dem Thema Eisenbahn widmen. Nachdem wir in der letzten Folge so viel Straßenbahn und Bus hatten, ganz klar kommen jetzt wieder die Züge. Wir müssen aber erstmal eine Strecke bauen und ich möchte hier beim Liesch weitermachen. Was ich auch machen möchte, ist hier diesen Thron ein bisschen beseitigen. Da fangen wir gleich mal mit an. Das geht ja nicht allzu lang, dass wir hier einfach ein paar Bäume entlang setzen. Dann ist das Depot dann in einem Wald drin. Und dann ist dieser hässliche Thron nämlich auch weg. So, wir wechseln mal die Bäume noch ein bisschen durch. Und nachher gucken wir uns da mal die Infrastruktur ein bisschen genauer an, wie der Bahnhof da steht, wo wir da raus können und wo wir hin können. Also wo wir hin können, das weiß ich. Eigentlich in sämtliche Richtungen, wenn man es genau nimmt. Ist dann eher eine Frage, wie machen wir es? Das werden wir uns gleich ansehen. So, ich würde sagen, im Groben reicht das schon. Viel mehr müssen wir da gar nicht machen. Jetzt ist der gröbste Teil einfach versteckt. Gut, nochmal schön abgerutscht. Machen wir hier nochmal ein paar. Gut, passt. So, mal gucken, wenn wir hier von hier gucken. Ja, ist ein sehr schönes Depot, muss ich sagen. Und jetzt passt das auch mit den Bäumen. So, die Strecke hier, die ist gut befahren. Das freut mich natürlich. Das ist ja die, die wir das letzte Mal gemacht haben. Jetzt, was tun wir hier? Entweder von hier ins Tal, nach hier hinten, nach Kölsa. Da müssten wir irgendwie vorne raus. Also, das würde heißen, hier durchs Städtchen durch. Das würde aber auch heißen, dass hier die Tramschienen wieder fällig wären, wenn wir hier raus wollen. Denn wir werden, oder kommen wir in dieses Gleis rein? Das wäre natürlich die andere Methode. Ja, schauen wir. Ja, das würde zumindest von diesem Gleis aus gehen. Dann würden wir das Gleis dann gemeinsam nutzen. Und dann hier hinten um die Kurve. Das würde ich glatt mal so machen. Kann ich das schon bauen? Jawohl. Mit diesem Gleis wird es nicht nur schwieriger, mit diesem Gleis wird es nicht gehen. Nehme ich mal an. Höchstens, wir könnten hier nochmal rüber. Könnten wir. Aber dann macht das hier dann so einen hässlichen Bug. Das möchte ich natürlich auch nicht. Im Moment haben wir noch Gleis. Wenn ich das jetzt so baue, dann haben wir hier irgendwie... Haben wir dann das? Ich baue es mal. Nein, okay, das war nur ein Darstellungsfehler. Dann haben wir ja Glück gehabt. So, dann können wir... Ach nee, können wir doch nicht. Arg! Moment. Geht das nicht doch irgendwie? Oh, schade. Aber vielleicht mit dem dritten Gleis? Also noch mit einem, meine ich. Nicht mit dem dritten. Wir müssen das ein bisschen länger machen. Dann können wir gucken. Während sie hier fleißig weiterfahren. Moment. Das müsste doch hier hingehen. Ich kann es nicht schön anlegen. Muss ich auch nicht. Ist ja egal. Wir brauchen nur den Abstand. Das geht. Gut, das machen wir in dem Fall glatt auch. Da kommen wir auch noch raus. Das Haus ist nicht im Weg. Sehr schön. Dann können wir nämlich das hier wieder abreißen. Ah, dann reißt es den ganzen Bahnübergang ab. Nee, das möchte ich auch nicht. Dann müssen wir es wieder anders machen. Dann machen wir das mit einer Weiche. Aber jetzt kommen wir hier nämlich rein.
kommen hier je nachdem wahrscheinlich auch noch rein. Wenn wir hier rausgehen. Ja, nee. Nee. So richtig möchte das nicht. Gefällt mir nicht, wenn hier dieses Gleis noch drin ist. Wisst ihr was? Wir machen mal ganz kurz schneller. Und jetzt reißen wir das halt noch mal kurz ab, aber im Pausenmodus. Schade, dass man das nicht einzeln abreißen kann. Das ist ein bisschen ärgerlich, dass da gleich der ganze Bahnübergang mit muss. Zack. So, dann das hier weg. Das war das Behilfsgleis sozusagen. Und jetzt schauen wir mal, kommen wir hier noch mal rüber. Mal mit dem Ding hier. Und jetzt mit dem Gleis. Ja, da müssen wir wieder mehr abreißen. Das Problem hatten wir in der letzten Folge schon mal. Aber dann machen wir das. So, wichtig ist, dass wir da rüberkommen. Den Rest können wir ja dann relativ schnell wieder hinstellen. So, das wäre dann mal so. Hier unten rein eigentlich. Das wäre die Grundidee. Geht trotzdem nicht. Dann nehmen wir die X-Weiche auch noch weg. Und das hier auch noch. Beziehungsweise, nee, hier rein wollen wir. Mit dem anderen Gleis. Das muss ich gerade mal gucken. Der steht ja schon hier. Der möchte also dann wieder hier rein. Kommen wir da nicht mehr rüber? Das kann fast nicht sein. Vorher ging es doch eigentlich auch. Nicht genügend Platz. Ja. Moment. Das werden wir irgendwie geregelt kriegen. Jetzt habe ich hier so viel abgerissen, jetzt weiß ich nicht mehr, was wohin gehört hat. Das werden wir aber wieder hinkriegen. Wir versuchen es mal mit dem hier. Geht auch nicht. Okay. Das ist dann eher schade. Und von der Richtung her. Ne, müssen wir anders machen. Dann kommt das hier nochmal weg. Vorhin ging es. Also der einzige Unterschied war, dass wir da dieses Gleis noch nicht hatten. Aber ist schon interessant. Jetzt geht es hier mir nicht mehr. In der letzten Folge hatten wir doch das Gleiche. Und dann ging es. Da habe ich doch noch gestaunt, dass das geht. Nicht genügend Platz. Wo kollidieren wir denn? Da ist immer noch so ein Teil im Weg. Moment. Wäre komisch, wenn es genau an dem liegt, aber man weiß ja nie. Okay, dann ist dieses Haus hier noch neu. Dann kommt das auch noch weg. So kommen wir rüber. Wollen wir aber ja nicht. Wir wollen ja von hier rüber. Aha, das geht. Okay, wollten wir das? Irgendwie mich verwirrt ein bisschen der Zug hier unten. Der möchte ja auch noch hier rein. Das geht dann nicht mehr. Nicht genügend Platz. Wir machen es mal so. Mal gucken, ob das funktioniert. Dann hier so rüber. Würden dann hier rein. Und mit diesen Gleisen. Das geht irgendwie nicht. Dann ist der Zug auf dem falschen Gleis. Aber jetzt haben wir den Zug da. Jetzt müssen wir mit dem Zug irgendwie zurechtkommen. Oh je, oh je, oh je. Wie haben wir das denn gelöst gehabt? Habe ich es wieder abgerissen. Sehr schön. Aber das kriegen wir wieder hin. Hier eine Weiche rein kommen wir ja auch nicht. Wir haben das anders gemacht. Definitiv. Nochmal. Ja, so kommen wir natürlich vorwärts. So werden wir heute 10.000 Strecken hinkriegen, wenn wir uns jetzt hier schon mit dem so aufhalten müssen. Nochmal versuchen. So wird es ja gehen. Haben wir hier einen Schlenker gehabt? Wahrscheinlich ja in dem Fall. War mir gar nicht so bewusst. Ist das das Richtige? Jawohl. Okay, so müsste es gehen. So, wieder anschließen. Okay, und jetzt mit dem sind wir irgendwie so rübergegangen. Kann das sein? Wir hatten schon drei Gleise hier. Ja, das geht auch. Gut, dann können wir hier im Prinzip hier dann raus. Wenn wir, wo ist denn die Linie? Moment. Die ist hier. Okay, weil wir hier keine Weiche mehr haben. Sonst könnt ihr auf dieses zurückkehren. Jetzt haben wir hier aber so viel Platz, dass wir das eigentlich alles so machen können, wie wir wollten. Nämlich, dass wir es jetzt rausziehen können. So, vielleicht das sogar auch noch. Mal gucken. Wir müssen hier erstmal ein bisschen weiterkommen. Wir würden dann aber da, wie gesagt, die Kurve machen. Die Biege sozusagen.
Ja, geht auch. Was für ein Monster. Von Bahnübergang und das geht sogar auch noch. Okay, dann nehmen wir dich auch noch mit. Jetzt haben wir hier aber noch die Straße. Naja, da würde ich sagen, die machen wir dann in die andere Richtung. Gut, jetzt haben wir hier im Prinzip ein neues Gleisvorfeld hingestellt. Auch nicht so schlecht. Jetzt brauchen wir hier eine Weiche. Die kriegt ihr. Einmal so, einmal in die andere Richtung. Ach, ungeeignet. Ungeeignet, okay, dann müssen wir das wieder abreißen. Dann machen wir das so, dass es geeignet ist. So, wo ist es denn geeignet? Ist ja eigentlich egal, dass da ein Signal ist. Das können wir ja wieder wegnehmen. Wobei, jetzt stimmt es natürlich wieder. Jetzt haben wir da die Weiche. Und hier machen wir das Gleiche, würde ich sagen. Wobei, hier können wir die Weiche vielleicht je nachdem sogar hier noch reinmachen. Ja, Biegung zu groß. Das geht dann doch nicht. So geht's. Und so geht's nicht. Okay, aber so kommen wir rüber. Und so kommen wir dann darüber. Okay, passt das? So rüber und wieder zurück. Und hier machen wir auch noch was. Na, ja, da haben wir im Moment keinen Platz. Da müssen wir erst ein bisschen weiter. Mal so, würde ich sagen. Dann geht's da Richtung Tal. Was haben wir da vorne? Ne, das ist alles zu hoch. Wir gehen hier rüber. Möglichst gerade. Vielleicht ein bisschen so noch. Zweites Gleis mitnehmen. Anschließen. Und das dritte nehmen wir auch noch mit. Mal gucken, womit wir da hingehen. Schwierig, schwierig, schwierig. Da hinten ist nichts mehr. Das ist dann ja ein bisschen doof. Da haben wir ein Gleis zu viel. Das hat man auch selten. Was machen wir denn jetzt mit dem Gleis? Ich würde sagen, wir gehen mit dem in ein Depot rein. Und machen jetzt aber hier eine Weiche. So, dann kommen wir hier nämlich rüber. Wir kommen hier auf dieses Gleis. Dann haben wir diese drei Gleise, die haben wir. Dann sind diese beiden hier eher autonom. Das ist aber auch okay. Die Strecke steht schon. Und dann gehen wir mit denen hier weiter. Hier in den Tunnel rein. Da würde ich sogar sagen, warum nicht? Frech mit so einer Röhre. Und gehen dann aber in die Richtung. Okay. Schnapp. Anlegen. Und nu hier in Depot rein. Wenn wir hier noch rüberkommen, da haben wir wieder das Problem, das Tränenfieberproblem mit den Straßen. Geht so nicht. Wenn wir das Depot hier machen, dann müssen wir ein bisschen zurück mit dem Gleis. Zu viel können wir aber nicht. Wir haben eine Weiche. Die ist hier unten. Bis hierhin kommen wir. Gut. Dann drehen wir das hier so ein und stellen hier ein schönes Depot hin. Was haben wir denn alles? Ein Prellbock. Ein langen Prellbock. Der geht aber nicht in der Kurve. Das ist zu lang. Das ist immer wieder schön. Das ist gekauft. Gut, dann haben wir hier ein Depot. Und ich würde sagen, jetzt könnten wir, eben weil hier noch eine Straße ist, wir werden denen das jetzt hier doch noch so machen, dass es halbwegs nach was aussieht. Würde ich vorschlagen. Mal so. Oder aber jetzt hier zwischendurch kommen. Naja, da müssen wir wahrscheinlich eine kleinere Straße nehmen. Dann geht es vielleicht wieder. Ich versuche erstmal, ob wir durchkommen. In irgendeiner Form. Doch, wir kommen hier durch. Guck mal. Dann kann ich das wieder abreißen. Dann müssen wir es anders machen. Wichtig war ja, dass wir da durchkommen. So, dann geht's hier in die Straße rein. Am ehesten würde ich mal sagen so. Dann können sie, hier können sie noch bauen. Hier wird es wahrscheinlich eher eng. Dann können wir da Bäume hinstellen. Dann ist das auch wieder okay. Und hier hinten. Ja, den Rest können wir eigentlich so lassen. Dann können wir eigentlich mit der Strecke weitermachen. Gut, ich denke, das sieht jetzt doch schon ein bisschen besser aus wie vorher. Und vor allem jetzt haben wir ein riesen Gleisfeld. Mitten über die Straße mit Tram. Das heißt, hier wird natürlich öfters mal ein Tram und ein Trolleybus dann stehen. Gut, kannst du schon wieder fahren, beziehungsweise hast du deine Linie wieder? Ja, ab da vorne ist sie wieder zweigleisig. Die Signale haben wir nicht angerührt, deswegen passt das. Dann lasst uns hier mal weiterziehen Richtung nach da hinten. Und so schließen wir dann eben nach und nach natürlich
jedes Städtchen an. So, dann gibt es hier nochmal eine Röhre. Wir machen hier eine schnelle Piste. Hier geht es straight ahead rüber. Ich möchte da sogar eine Brücke. Sieht fast so aus. Warum nicht? Wenn es eine schöne ist. Kann man machen. Hat fast so ein bisschen was dann von der ICE-Strecke. Aber wir werden sicherlich nicht ein ICE von hier nach hier hinten jagen. Höchstens, wenn wir dann wieder von hier zurück nach da. Ja, von daher, wenn wir jetzt schon so schnell bauen, warum nicht? Muss ein ICE immer eine ganz, ganz weite Strecke haben? Eigentlich nicht. Ich denke, den Gedanken könnte man mal noch warm halten, sozusagen. Wir müssen ja jetzt eh zuerst mal hier alles in Ruhe schön bauen. Das geht noch nicht. Da müssen wir erst ein Stückchen weiter. Da hätten wir immer noch die 300 und kämen sogar relativ schön an die Straße ran. Das Problem ist aber, dass wir nach da hinten müssen. Das heißt, wir müssen hier dann doch langsam in eine Kurve rein. Das klappt auch relativ gut. Das gibt einen Bahnübergang, denn wenn das dann tatsächlich ein IC oder auf meinetwegen auch ein TGV ist, der hier durchfährt. Oh je. Dann können wir da nicht einen unbeschrankten brauchen. Oh je, Brückenpfeiler-Kollision. Auf der Seite wahrscheinlich nicht. Oh, auch. Das macht jetzt meiner IC-Strecke gerade ein bisschen einen Strich durch die Rechnung. Das müssen wir anders machen. Nehmen wir wieder weg. Das müssen wir irgendwie zweigleisig hinbekommen. Das sollten wir auch. Das heißt, wir müssen eine andere Brücke nehmen. Die Frage ist, welche. Welche passt, aber da ist natürlich jetzt auch wieder dieses Gleis im Weg. Deswegen kommt das auch nochmal weg. Wenn wir hier in Ruhe eine Brücke bauen wollen, dann darf da nicht schon... Hallo? Brückenpfeil jetzt schon? Wir machen ja gar nichts. Moment. Da haben wir jetzt schon eine Kollision. Womit haben wir denn jetzt schon eine Kollision? Liegt ja irgendwo noch ein Stück Gleis, so ganz heimlich in der Gegend rum und belästigt uns? Nö, meine ich nicht. Muss doch möglich sein, hier mit einer Brücke rüberzukommen. Oder sind wir zu wenig hoch? Wir versuchen das mal mit allem, was wir haben. Ne, geht konstant nicht. Geht das von hier rüber? Legt halt gleich da hinten an. Okay, können wir das auch noch wegnehmen? Ah, dann ist das Tunnel wieder weg. Gut, machen wir eine Kreuzung. Eine Kreuzung. So. Weg, weg und weg. So, und jetzt müsste das doch zum Mann sein, dass wir hier rüberkommen. Okay, so geht's. So geht's nicht, so geht's nicht, so auch nicht, so auch nicht. Geht eigentlich wieder gar nicht. Okay, vorhin ging's aber. Ich hab's genau gesehen. Ich finde es irgendwie komisch, dass er nicht geht. Vorhin problemlos und jetzt möchte es nicht mehr. Kann ja nicht an dieser Scharte liegen, die wir hier eigentlich verbrochen haben. In die Richtung? Egal wo ich hingehe. Kollision bei der Terra-Angleichung. Okay, wisst ihr was? Wenn wir eine Kollision bei der Terra-Angleichung haben, dann werden wir einfach das Terra wieder angleichen. In der Hoffnung, dass das Problem mit der Terraforming-Ding, mit dem Ding da weg ist. So, nochmal. Eigentlich egal, welches Gleis. Jetzt sieht es eigentlich schon wieder viel besser aus. Okay, die Frage ist eben nur, kriegen wir das Ding zweigleisig rüber? Das geht aber auch nur fast nur mit der Stahlbrücke. Oder mit der Stahlbrücke Nummer 2. Dann machen wir es mal mit der. So, das müssen wir noch mal gucken da. Da sind wir schon langsamer. Das wäre dann hier. Brückenpfeiler-Kollision. Es ist nicht zu fassen. Und hier das gleiche nochmal. Gut, dann machen wir es tatsächlich nochmal anders. Brücke weg. Straße weg. Und jetzt machen wir hier trotzdem eine Brücke. Und dann wird die Straße unten durchgeführt. So. Wir machen aber jetzt die Stahlbrücke, würde ich vorschlagen, die welche wir wollten. Und jetzt sollte es eigentlich problemlos möglich sein, ist es auch, hier rüber zu kommen. So, schön straight ahead gerade. Dann haben wir hier die 300 km/h, das passt, das können wir also nochmal so machen. Nehmen das auch nochmal mit und dann kümmern wir uns ums Gleis, um die Straße.
Das wird jetzt wahrscheinlich hier eine dünnere geben, würde ich mal vorschlagen. Welche war das hier? Ist das die? Moment. Ja, das ist die. Ja, da werden wir nicht unten durchkommen, fürchte ich. Ne, man sieht schon links und rechts. Haben wir eine Kollision. Wir brauchen was Dünneres. Was haben wir denn hier? Die Tramstrecke. Eine kleine Landstraße. Die geht, okay. Da müssen sie hier halt abbremsen. Dann hätten wir gerne wieder die hier. Genau, am liebsten mit der Sichel. Und hier. So, und so geht das dann eben doch mit dieser Brücke. Sehr schön. Ja, manchmal muss man halt zuerst was abreißen, bevor man was hinstellen kann. Das ist bei Tränenfieber eigentlich auch nichts Neues. Gut, nach hier hinten mit 300 Sachen. Und hier nochmal durch den Berg durch oder durch dieses Tal. Dann haben wir hier hinten aber eine ordentliche Kurve, die bremst. Wir könnten auch hier einfach rein donnern. Ich würde das mal, ich wollte gerade sagen, ich würde es mal so das hier lassen. Deswegen habe ich es gebaut. Nein, ich habe mich verklickt. Ich würde zuerst hier den Bahnhof hinstellen. Irgendwas Schönes. Ein Kopfbahnhof. Ja, es ist eigentlich fast klar, dass hier ein Kopfbahnhof hin müsste. Was haben wir denn an Kopfbahnhöfen? Ich teste die mal alle durch. Spiel lag gerade, das ist mal definitiv keiner. Wir haben so viele Bahnhöfe, ich kenne mich fast nicht mehr aus. Also zumindest nicht mehr einfach so, dass ich den sehe und gleich weiß, ja doch, das ist einer. Nee, ist keiner. Das ist irgendwie der moderne. Den haben wir aber auch gleich ein Zweifacher. Ja, warum nicht so ein moderner? Aber eben, dann haben wir keinen Kopfbahnhof. Ich würde sagen, na, den haben wir halt auch schon ein paar Mal natürlich. Ne, den haben wir noch nicht ein paar Mal. Nicht den mit dem Gebäude. Das würde mich wundern. Wir machen hier mal 5 Gleise. Maximale Länge. Dann haben wir den wieder weg. Ach, der geht nicht. Okay, ah, Moment, Moment, Moment. Der geht, glaube ich, nicht mit 5 Gleisen. Doch, jetzt geht er. Ah, gut, na, dann machen wir das. Jetzt haben wir die Frage, wie stellen wir das Ding hier hin? Hier hinten wäre es einfacher, würde ich behaupten. Da haben wir sogar alles schön flach. Das wäre wesentlich einfacher. Er ist dann halt nicht in der Stadt drin. Aber so wird es eigentlich auch gehen. Wenn wir noch ein bisschen drehen, ein bisschen gerader machen sozusagen. Doch, doch, das geht schon auch. Gekauft. Je nachdem müssen wir da noch ein bisschen graben. Das machen wir mit Freude. So, da brauchen wir aber Innerortstraße. Das ist ja bei Tränenfieber so, dass man hier verschiedene Straßen hat. Das ist bei Transportfieber dann ja anders. Können wir das vielleicht irgendwie ein bisschen schöner haben? Wir haben ja auch noch keinen Güterbahnhof. Aber jetzt haben wir das im Prinzip. Ja, doch, das können wir eigentlich doch auch machen. Moment, wir machen einen Güterbahnhof. Schiene. Schiene, Bahnhof, Güter. Haben wir da was Neues? Nein, noch nicht. Dann würde ich eigentlich nochmal den Container nehmen. Aber nicht mit 5 Gleisen. Da reichen 2. Und dann werden wir... Wobei, wisst ihr was? Lasst uns hier 5 Gleise nehmen. Ich kann es ganz kurz erklären, warum. Wir werden hier natürlich nicht mehr wie einen wirklichen Zug hinschicken, der dann hier Güter hinbringt. Aber wir machen ja noch so viele Fake-Züge später, wenn mal alle Städte am Netz sind und auch Güter bekommen. Danach kommen dann die ganzen Fake-Güterzüge, die langen Personenzüge und so weiter. Die müssen ja auch in den Bahnhof rein, auch wenn sie eigentlich nur Fake sind, also nur Schönbau. Deswegen lasst uns hier doch schon mal diesen fetten Kollegen hinstellen. Irgendwie die Straße hier, die stört ein bisschen. So, nochmal. Halt, aber da bräuchte ich den Bahnhof. Und dann machen wir das so, dass die hier so zusammenhängen und machen eine Straße in der Mitte weg. Das, sowas ähnliches haben wir bei Transportfieber gemacht. Ja, zum Beispiel so. Oder? Wir drehen den. Machen ihn so. Wäre auch eine Möglichkeit. Finde ich zwar fast irgendwie besser. Dann brauchen wir hier aber die Straße. Dann machen wir hier die Straße runter. Der darf gerne ein bisschen breiter sein. Und möglichst parallel. Zum Beispiel so. Den hier rein. Und
Und hier hinten gehen wir dann hier rein. Okay, das heißt, Haus weg, Haus weg. Okay. Und zurück zum Güterbahnhof. Schiene, Bahnhof. Und jetzt den so mit den Gleisen. Ah, jetzt muss er hier wieder ein bisschen aufschütten und machen und tun. Schade, schade, schade. Das heißt, wir kommen nicht allzu genau, also nicht allzu schön an die Straße ran. Seht ihr, was ich meine? Aber das ist eigentlich auch kein Drama. Wenn es hier einen kleinen Hügel hat, das sieht mit Sicherheit auch relativ nett aus. Oder wir ziehen ihn sowieso ein bisschen nach vorne, damit wir hinten raus noch ein paar Depots hinstellen können. Dann können wir näher an die Straße ran. Ich würde das glaube mal so machen. Dann sind sie nicht auf gleicher Höhe. Die Bahnhöfe, aber wenn wir hier natürlich Depots hinmachen, zum Beispiel eben genau sowas in die Richtung, ist fast zu wenig kurz. Aber das werden wir ändern. Dann kommen hier alte Schienen hin. Die Frage ist dann halt immer, wie lang das die sein sollen. Wir machen die jetzt mal alle gleich lang. So, dann gucken wir, wie wir das am besten hinkriegen mit den Depots. Dann haben wir hier, hallo, dann haben wir hier einen schönen Bahnhof, einen schönen Güterbahnhof und einen schönen Personenbahnhof. Und dann gibt das hier doch noch ein relativ spezielles Städtchen dann. Wenn das hier so ausgebaut ist, würde ich mal meinen. Gut, nochmal gucken. Kriegen wir jetzt hier noch was hin? Nein, da ist das Gleis im Weg. Okay, wenn wir dich hier hinstellen. Das Haus da, das möchte nicht mitspielen. Ja, dann machen wir das ganz einfach. Dann muss das auch weichen. Wir stellen jetzt zuerst unsere Sachen hin. Und dann könnt ihr nachher gucken, was ihr hinstellen wollt noch von der Stadt. Wir testen das jetzt einfach mal. Das würde schon mal gehen. So, okay. Kriegen wir hier das Gleis nach unten durch? Jetzt geht das leider wieder nicht. Warum geht das nicht? Geht auch nicht. Dann machen wir es anders. Wir gucken nochmal, ob wir die Gleise zuerst bauen und dann das Depot rüberziehen können, wenn die hier angelegt sind. Jetzt sind wir halt schon wieder mitten im Schönbau. Aber ist ja auch mal schön, zwischendurch mal wieder ein bisschen Schönbau betreiben. Jetzt ist das zu lang. Wenn wir sonst natürlich jetzt eben die ganze Zeit immer alles andere gemacht haben. Nicht Schönbau, sondern... Das ist noch tricky, das hier hinkriegen. Sondern eben den Verkehr, den wir brauchen, um die Städte wachsen zu lassen. So, ein bisschen üben. Dann ist das Gleis im Weg. Okay, nehmen wir das weg. Wie sieht es jetzt aus? Das muss doch hier hinzukriegen sein. Jetzt ist das Gleis im Weg. Wir lassen es mal mit dem Depot, glaube ich, für den Moment. Ah, doch, hier hinten geht's. Okay. Sieht eigentlich eh cool aus. Und dann können wir hier ja Fake-Gleise ziehen, wenn es nicht anders geht. Das geht nicht mal mit Fake-Gleisen. Jetzt ist das Gleis im Weg. Das ist ja schade, dass man das nicht machen kann. Aber okay, dann haben wir wenigstens ein Gleis dort. Oh doch, Moment, bis hierhin kommen wir. Na, dann machen wir das doch glatt. So, und jetzt kommen hier die Dinger rauf. Die hier. Ah, das geht natürlich auch nicht. Dann müssen wir hier... Das sind alles mit... Die sind alle mit Gleis. Okay, das wusste ich gar nicht. Arg! Dann müssen wir das andere Depot nehmen. Warum bist du eigentlich plötzlich so groß? Das dachte ich vorher schon. Was habe ich denn jetzt eingestellt hier? Geh zurück, werde klein. Wie kriege ich denn das jetzt wieder klein? Linien verwalten. Nee, das war's nicht. Moment. Ich übe. Aha. Nee, doch nicht. Ist immer noch groß. Na, ist ja egal. Hier noch schnell gucken. Ist halt auch... Gleis intern sozusagen. Dann muss ich tatsächlich hier hin und jetzt zu Tode scrollen. Das wollte ich eben eigentlich verhindern. Aber wir haben natürlich hier unten noch unser Depot. Unser Depot. Unseren Prellbock, den wir einfach hinstellen können. Von denen hier haben wir auch viel zu wenig. Wir haben noch so viele Sachen, die wir
an die Bahnhöfe stellen können. Das machen wir aber auch nachher. Erst das Wichtige und das, was wir jetzt gerade machen. Aber wenn wir schon hier sind, dann ich möchte den Bahnhof schon halbwegs wenigstens so haben, dass er noch was aussieht. So, das sind dann halt keine Depots, sondern einfach Abstellgleise. Das ist ja dann relativ schnuppe. Können wir hier noch ein bisschen weiter? Jawohl. Sehr schön. Gefällt mir eigentlich jetzt schon relativ gut. Hier auch noch so ein Teil hin. In die richtige Richtung wäre noch von Vorteil. Ja, jetzt wollte es gerade. Und hier hinten kriegen wir halt auch nichts mehr hin. Außer vielleicht, dass wir die Schiene noch weiterziehen. Nee. Nee, geht auch nicht. Dann gibt es hier auch nochmal so einen Prellbock. In die andere Richtung. Dankeschön. Ja, das hat schon was. Das ist nicht so schlecht, würde ich mal meinen. Und was wir hier hinten machen, gucken wir dann. Da würde ich irgendwie noch was mit Straße und Co. machen. Mit LKWs. Das wäre meine Idee. So, dann wollen wir hier noch rein. Okay, und dann hätten wir das soweit. Da könnten wir sogar die Bushaltestelle hier hin machen. Das wäre doch eigentlich auch ganz nett. Aber wir machen jetzt hier nicht die Bushaltestelle. Jetzt würde ich sagen, wir kommen noch mal zum Thema Gleis und gucken mal, was wir hier verbinden. Es geht ja vielleicht maximal noch nach da und von hier kommend. Doch, das kann auch eine Verbindung geben. Dann würde ich die mittleren Gleise hier nehmen, wenn das irgendwie machbar ist. Also von dem hier eher. Ja, das geht sogar. Okay. Schön in die Grube rein. Das schreit dann wieder nach Terraforming. Hier wieder ein Tunnel und dann gucken wir, wenn wir das hier anlegen, dann ist die Steigung zu groß. Das geht definitiv rauf. Okay, wir gehen. Ja, wir sind hier aber auch schon auf maximaler Steigung. Müssen wir nochmal gucken, wenn wir runtergehen hier. Moment. Dann wäre das so und würde hier eine Brücke reingehen. Das sieht man aber, dass das so nicht funktioniert. Keine Chance. Das geht nicht. Das ist ein viel zu großer Unterschied. Guck mal. Oh je. Wie kommen wir denn jetzt da oben in den Bahnhof rein? Das könnte noch interessant werden. Wir müssen früher runter. Geht das? Dann kommen wir halt in den Berg rein. Wobei wir haben jetzt hier schön vorgesorgt, dass wir nicht gleich in den Tunnel reinkommen. Das würden wir dann hier vorne. Okay, machen wir mal. Mit dem Portal hier, würde ich mal sagen. So, und jetzt, wie sieht es jetzt aus? Ein bisschen besser wahrscheinlich, aber noch nicht gut genug. Ja, ja, das ist immer noch ein gewaltiger Unterschied. Wir müssen hier viel früher in die Höhe. Mal gucken, wie wir das machen. Das ist gar nicht ohne. Aber wir nehmen mal dieses Gleis noch mit. Auch zur Kontrolle, ob wir hier durchkommen. Achso, wir haben das... Wir haben das andere Tunnel ja noch gar nicht gebaut. Das wird dann schwierig mit einer Kontrolle. So, maximales Gefälle. Hier dieses Portal. Okay. So, jetzt können wir gucken. Und trara, das geht. Das ist schon mal bestens. Hier haben wir ordentliche Felsverwerfungen. Schön, da freut sich jeder, der gerne Terraforming macht, so wie ich. Werden wir dann angehen. Und jetzt müssen wir hier wahrscheinlich in die Richtung korrigierend eingreifen. Und mal gucken, wie wir das hinkriegen. Wenn wir hier maximal in die Höhe gehen und jetzt in kürzeren Etappen ein bisschen bauen. Ja, das müsste, glaube ich, funktionieren. Genau, dann kommen wir hier rein. Jetzt muss ich noch gucken, ob das das richtige Gleis ist. Das ist das hier. Und das geht in das rein. Doch, doch, das passt. Dann haben wir hier aber eine Brücke. Da würde ich sagen, jawohl, warum nicht? Vielleicht mal die hier, ist zwar eine Güterzugbrücke, aber wir wissen ja nicht, ob hier nicht vielleicht doch irgendwann noch Güterzüge rüberrasseln. 219 haben wir immer noch drauf, das ist okay. Dahinter kommt dann gleich der Bahnhof. Müssen sie eh runterbremsen. Aha, das geht auch bestens. Jetzt haben wir hier noch einen Bahnübergang. Ne, haben wir nicht. Der ist sozusagen hinter uns. Ist auch beschrankt, okay. Jetzt den Teil noch. Und dann haben wir die Strecke eigentlich soweit. Hier fehlt noch eine X-Weiche. Die kriegt er noch. So, man hat bei Transportfieber in der Reihenfolge gesehen, warum X-Weichen eben einfach gut sind. Weil
die Linie sich aussuchen kann, welches Gleis sie benutzen will. Da hatten wir genau den Fall, dass ein Zug nicht mehr rüberkam, als wir da etwas an den Schienen geändert haben. Gut, hier lang, hier nach vorn, nochmal kontrollieren. Hier rüber, ja, gefällt mir. Gut, ich würde sagen, dann haben wir das mal für heute. Das ist eine interessante Strecke, wie ich finde, und eher eine schnelle. Deswegen werden wir hier eher schnelle Züge nehmen. Welche das dann sein werden, das gucken wir. Vielleicht gehen wir sogar mit der Linie dann eben noch nach hier unten wieder zurück. Von da gehen wir nach da und von hier nach da, nach da. Ja, wir werden schauen. So, wo haben wir einen Zug? Wir pirschen uns an, hier unten. Schön, genau, mit wartendem Tram. Danke fürs Zusehen. Bis hoffentlich zur nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.